Meine Damen und Herren, ein recht herzliches Willkommen zu einem neuen Wi-Fi-Battle. Heute gegen den lieben Musti im UU-Tier. Heute mit meinen Pokémon mal wieder vom letzten Mal. Aber selbstverständlich, wie auch das letzte Mal, ohne die Item-Claws. Ja, Musti hat einige interessante Pokémon dabei, auch darunter einige gefährliche. Marmutel und Sorak sind sehr beliebte Kandidaten, ganz schön schnell das ganze Match umdrehen zu können. Aber auch Flampivian, das sehr, sehr offensiv ist, hat hier durchaus Möglichkeiten, Teams auseinanderzulegen, auch das meine. Und er hat mein Signature-Pokémon dabei, Machomai, interessant. Muss man sagen, dass er das mitgenommen hat, aber er passt auch ganz gut ins Team rein. Was mich dann doch ein wenig gewundert hat, ist, dass er nicht Aeropterix, sondern Flapterix mit dabei hat. Wahrscheinlich dann auch mit dem Evoliten gespielt. Anders kann ich mir nicht erklären, warum er das mitnehmen sollte. Ja, ich würde aber jetzt sagen, wir legen los mit diesem Wi-Fi-Battle und lasst es auf euch wirken. Nicht so lang wie das letzte Mal, aber ihr werdet sehen, dass es diesmal doch einige Situationen gibt, die spielentscheidend sein werden. Er fängt an mit Machomai und ich komme hier mit Stolos rein. Eigentlich ein wirklich ungünstige Situation für mich. Auch wenn ich in die Mega-Entwicklung gehe, ein Wuchtschlag ist da schon sehr, sehr gefährlich. Er prediktet aber X-Bud und geht deswegen auf Stone Edge und nicht auf Wuchtschlag. An der Stelle hätte ich aber eher den Wuchtschlag gedrückt, selbst wenn ich auf X-Bud gegangen wäre. Pokémon wäre sowieso verwirrt gewesen. Von daher war das nicht so meiner Meinung nach die Optimum-Wahl gewesen. Ich habe auf Liebe gewechselt, einfach der Annahme, dass jetzt hier nochmal der Predict kommt zu dem Wechsel. Er kam auch und Liebe tankt das hier wunderbar weg. Ja, und das Schöne ist, ich kann hier diesen Double-Switch machen, weil das war eigentlich die Intention von mir gewesen, das Pokémon hier wieder rausrufen, weil dank Belebekraft kriegt es ja sowieso die KP wieder zurück und dann kann ich auf X-Bud gehen. Jetzt hatte ich bloß das Problem, Marmutel ist auf der gegnerischen Seite. Deswegen habe ich gedacht, verhindere ich, dass die Tarnsteine rauskommen mit dem Verhöhner. Aber es kommt nicht hier an der Stelle Tarnsteine, sondern Finsteraura. Und das heißt natürlich, es handelt sich hier um das Sorak, das getarnt ist als Marmutel. Aber ich kann mit der Kehrtwende ganz schön massiven Schaden anrichten und dementsprechend die Tarnung von Indigo auffliegen lassen. Und als der Name kam, habe ich mir gedacht, okay, das ist definitiv das Sorak von Sephiron. Ansonsten kann ich mir das nicht erklären, warum es diesen Namen tragen würde. So kenne ich wenigstens das gesamte Moveset von Indigo auswendig, was mir einen dezenten Vorteil verschafft. Aber dennoch kann man sagen, dass Hytera hier an der Stelle einen kleinen Vorteil gegenüber von Indigo hat, weil es einfach speziell defensiv ist. Speziell defensive Wall. Und jetzt kommt natürlich das physisch offensive Marmutel. Diesmal nicht als Tarnung. Geowurf zieht 50 KP ab. Ist leider so. Aber da kann ich halt auch nichts dran ändern. Hytera muss ich zurückrufen. Letztes Mal hat man mich ja darauf hingewiesen, dass ich es Hytera bloß bitte aussprechen soll und nicht Hytera. Kann auch mal passieren. Ja, ich bin auf Stolos gegangen, kriegt jetzt ein Erdbeben ab, der zieht ein bisschen was ab. Ich habe mich aber entschieden, hier drin zu bleiben, weil ich nicht wirklich viele Alternativen für einen nochmaligen Wechsel habe. Und deswegen habe ich gedacht, die Tarnsteine sind gut, so kann ich wenigstens Indigo auch direkt ausschalten. Aber ich muss hier auf jeden Fall zurückrufen, habe mich hier für X-Bud entschieden. Und ja, das hat er nicht gerochen und dementsprechend Erdbeben eingesetzt, aber es kommt Eissplitter. Das hat natürlich Prio und deswegen ist X-Bud K.O. Das war kein guter Switch gewesen von meiner Seite aus. Hätte hier natürlich mit der Prio-Attacke rechnen müssen. Besserer Switch wäre da schon zu Liebe gewesen. Auch wenn der Crit auf dem Erdbeben hier gerade ziemlich ärgerlich war. Siedewasser zieht einiges ab. Kriegt natürlich keine Hexie an der Stelle. Heißt, kein Burn für mich. Aber gut, man kann den ja auch nicht immer haben. Und dementsprechend kommt hier der Rückruf auf Sorak. Und da hat er sich gedacht, er fängt sich das Siedewasser von mit Indigo ab. Und das war keine gute Idee gewesen, denn ich habe mich für Wunschtraum entschieden. Deswegen den Wish-Support aktiviert.
Allgemein würde ich tendenziell als kleinen Tipp hier an der Stelle mal mitgeben, dass es eher ungünstig ist, wenn ihr ein Pokémon aufopfert, reinzurufen, wenn das mein Pokémon in der Lage ist, zwischen den Zügen Attacke für meinen Vorteil einzusetzen, wie zum Beispiel Wunschtraum oder Bizarro-Raum oder sonst was. Ja, also Attacken, die auch wirken, wenn kein gegnerisches Ziel da ist. Um es jetzt mal so kurz zusammenzufassen. Es kommt Gedankengut, das ist natürlich denkbar Ärger, nicht, dass das jetzt kommt, aber der Wechsel zu Stolos war sehr elegant und sehr gut gewesen. Wir haben hier übrigens wieder ein Kiro auf der gegnerischen Seite. Es scheint wohl auch sehr beliebt zu sein. Auch der Vorteil, dass ich hier wieder das Moveset kenne und dementsprechend weiß, dass Kiro nichts gegen mich ausrichten kann. Sorry an der Stelle für Kiro hier, aber so ist es halt nun mal. Macho Mai kommt rein, mein Signature Pokémon kriegt nicht so viel Schaden durch die Tarnsteine, aber der Rambus tut weh. Der Rambus tut weh, auch wenn es ein Volltreffer war. Es kommt natürlich Wuchtschlag hier an der Stelle und ich bin natürlich hier jetzt confused. Das ist sehr ärgerlich, kann aber durchaus gut gehen und es geht gut. Es kommt Feuerschlag und das war's für Macho Mai. Mein Signature-Pokémon muss leider auch dran glauben, so leid es mir tut. Es kommt stattdessen wieder Miss Piggy in den Kampf. Und man muss sagen, der Play war übelst riskant gewesen. Ich bin mit Erdbeben drin gewesen, bin natürlich hier aber noch verwirrt und komme gerade so mit dem Feuerschlag durch. Also das hätte auch nach hinten losgehen können. Ich hätte mich hier selbst verletzt und aus dem Spiel raushauen können. Also, da hatte ich hier sehr, sehr viel Glück gerade gehabt. So, kommt Kiro natürlich rein. Ist eine günstige Situation, weil ich an und für sich hier nichts gegen Kiro in der Hand halte. Oder doch? Ach stimmt, da war ja noch Hytera gewesen, meine spezielle defensive Wall. Die kriegt jetzt eine Schallhülle ab. Zieht auch ein bisschen was ab. Dafür, dass es speziell defensive Wall ist, hat es doch 80 KP circa an Schaden genommen. Aber Überreste, die Lefties, die heilen immer auf. Deswegen ist das auch hier an der Stelle kein wirklich großes Problem. Geht hier auf Gedankengut. Warum wohl? Ganz einfach Spezialangriff, Spezialverteidigung hier an der Stelle erhöhen. Ich habe mich aber für Toxin entschieden und dementsprechend hier an der Stelle Kiro zu vergiften. Mal wieder. Ich glaube, Kiro ist ein tendenzielles Ziel für Gift. Und ich nehme die Liebe immer tendenziell bei Kiro aus dem Spiel. Das ist schon sehr verdächtig. Gut, jedenfalls kriegt Kiro 6,25% der maximalen KP an Schaden durch Toxin. Derweil boostet es sich munter und weiter auf +2/+2 und ich kann einen Geowurf spielen. Das bedeutet, 50 KP gehen gerade von Kiro weg. Das ist jetzt nicht wirklich viel. Aber das Gift wird stärker. Von Zug, Zug, Zug. Diesmal sind es jetzt schon 12,5%. Also die Überreste, die 12,5% übrigens aufhält, die gehen jetzt genau wieder weg. So, aber ich muss natürlich hier wechseln, weil mit Geowurf komme ich hier nicht wirklich weit. Bin deswegen auf mein Stolos gegangen, weil ich gedacht habe, es kommt bestimmt eine Attacke, die nicht auf meinen Stolos abzieht. Aber das Problem ist, Stolos ist natürlich denkbar schwach. Ja, und ich kann hier nicht wirklich viel mit Stolos ausrichten. Um genau zu sein, gar nichts. Weil Stolos einfach tendenziell sehr, sehr, sehr slow ist. Und deswegen ist es auch verdient jetzt K.O. gegangen. Kiro heilt sich derweil munter und fröhlich mit der Überreste wieder auf. Ich bin auf Ham 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 gegangen. Einfach der Tatsache hingehend, dass ich hier mit einem Erdbeben ganz schön massiven Schaden anrichten kann. Ich habe gedacht, das würde reichen, aber will nicht. Reicht nicht. Soll nicht. Und Ham 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 muss leider auch dran glauben. Kiro hat schon zwei Pokémon aus dem Spiel ausgeschaltet und wer sich meine Teamseite auf der linken Seite ansieht, der weiß, ich kann hier nur noch wirklich mit Celebi reingehen. Und wäre Kiro hier +3/+3 gewesen, wäre das auf jeden Fall fatal gewesen. Ich weiß nicht, ob Kiros Felinara hier an der Stelle
Schutzschild beherrscht. Wenn es das täte, hätte ich auf jeden Fall vorgeschlagen, dass es das hätte einsetzen sollen. Ja, Kopfstoß hat hier natürlich enorm Pech, dass der jetzt wirklich ins Leere geht. So ist Celebi davon verschont geblieben und Flapterix hat einen denkbar schlechten Auftritt in diesem Wi-Fi-Battle bekommen. Also, Aeropterix kenne ich ja schon, aber Flapterix? Mir sagt es persönlich immer noch nichts. Also ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr dazu Bescheid wisst. Kehrtwende hier ganz, ganz gefährlich. Vierfacher Schaden bei Celebi, deswegen wechseln wir ganz safe raus. Geht aber auf Flammenblitz. Und das ist das Todesurteil für Flampivian, denn das ist sein letztes Pokémon. Und dementsprechend hier Marmolida wollt das ganz einfach weg. Und Flampivian kann sich nur noch selbst besiegen. Es kommt wieder Flammenblitz. Ich kann hier mit Siedewasser angreifen. Und dementsprechend ist das Flampivian auch gleich Geschichte. Das Schöne ist, es dauert noch einen Zug. Siedewasser kommt, Siedewasser trifft. Es reicht nicht ganz. Aber wie ihr wisst, auch Rückstoßschaden ist ein gewisser Schaden. Und es reicht hier natürlich, um Flampivian aus dem Spiel zu nehmen, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Und das war's. Flampivian geht K.O. Und damit auch der liebe Musti. Sollte nicht sein. Ja, ich hatte am Ende dann noch Hytera, Marmolida und das liebe Celebi übrig. Zwei Pokémon sind durch das Mitwirken von Felinara K.O. gegangen. Die Tarnung von Zorak war, würde ich jetzt sagen, nicht hundertprozentig Optimum gewesen. Also meiner Meinung nach, wenn man ein Kampf-Pokémon im Team hat, dann würde ich immer tendenziell dazu neigen, Zorak als Kampf-Pokémon zu tarnen, weil es eine Immunität gegen Psycho-Attacken hat. Also tendenziell würde ich jetzt einfach sagen. Ich hätte am Anfang mit Flampivian geleadet. Das wäre nämlich das Sicherste gewesen, weil selbst wenn ich mich für Stolos entschieden hätte, hätte es hier mit Flammenblitz angreifen können und das wäre viel verheerender gewesen als der Wurfschlag von Machomai. Und hätte ich mich für ein anderes Pokémon entschieden, hätte es ja immer noch safe mit der Kehrtwende den Abgang machen können. Also ich wüsste nicht, was bei meinem Team jetzt unbedingt gegen einen Flampivian-Lead gesprochen hätte. Es wäre zwar nicht so ein konventioneller Lead gewesen, aber gegen dieses Team durchaus sehr effektiv. Das muss man einfach so sagen. Also ich hätte Mustis Team ein wenig anders gespielt. Das, was ich jetzt immer noch nicht so ganz leider verstanden habe, ist, was Flapterix im gegnerischen Team zu suchen hat. Aeropterix, okay, Sash kombiniert mit Notsituation, kennt man, auch aus den Kämpfen mit Benny. Aber was jetzt die Intention von Flapterix war, keine Ahnung. Wahrscheinlich wird es einfach ein gescheues Bandit Flapterix mit Kopfstoß gewesen sein. Ansonsten kann ich mir nicht erklären, wieso das hier überhaupt noch drin war. Vielleicht kann ich auch von Glück reden, dass der Kopfstoß daneben gegangen ist. Wer weiß, wie viel der auf Celebi abgezogen hätte, aber Marmolida hätte den auf jeden Fall weggetankt und dann wäre Siedewasser gekommen. Dann hätte die ganze Geschichte schon wieder gänzlich anders ausgesehen. Jo, Leute, das war's mit dem Wi-Fi-Battle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, liken und hypen hier an der Stelle nicht vergessen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder beim Wi-Fi-Battle einschaltet. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, andere Videos von mir zu gucken. Gibt genug Videos von mir. Einfach mal den Kanal durchstöbern und das passende Video finden. Das ist für jeden was dabei. So, jetzt bin ich aber weg und sage bis dann. Servus und ciao, meine Freunde des Pokémon-Universums. Tschüss. In Bezug auf Wi-Fi Battles gibt's noch einiges auf meinem Kanal. Wenn ihr noch etwas mehr lernen wollt bezüglich der Pokémon selbst, solltet ihr euch mal einen Part der Pokémon Trainerschule ansehen. Aber auch die Möglichkeit, ein weiteres Wi-Fi Battle anzusehen, kann durchaus helfen, um weitere Strategien besser in der Praxis kennenzulernen. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat und mein Kanal an und für sich so gefällt, wie wäre es mit einem Abonnement auf Pokénieren?